we used to rely. Happy Days are Family Guy. And cry. He's a family guy. Hey, Stewie. Look, something came up. I'm not going to be able to do the picnic today. Oh, was that today? Oh, yeah. Oh, no way I can make that either. I'm canceling too, man. Wow, good memory, though. I totally blanked on that. Stewie Griffin! My God, Bertram! But how is this possible? I killed you! You only killed me in this universe, you fool! Oh, so you got yourself a multiverse remote, huh? Indeed I did! Wait, hold on. Will someone please tell me what the hell is going on here? Sorry, hang on one sec. You remember the multiverse theory? Yeah. It's the one about how there are alternate universes that coexist with ours on parallel dimensional planes. So, in each of these universes, the reality is different from our own. Sometimes only slightly, sometimes quite radically. This Bertram is from a universe where we never killed him. Okay, I think I got it. Sorry, not a genius. Now what do you want? Well, I can't possibly allow a universe to exist without me in it. I'm traveling the multiverse, building up an army to exact my revenge on you. When I return, I'm going to destroy your universe completely! See you soon, Stewie! Ah! Brian, this is bad. With a cross-dimensional army, he'll have no problem destroying our universe. Who knows what he's going to bring back here? Well, what are we supposed to do? We have to try and stop him before he can organize his attack. All right, Brian, we're going to need to arm ourselves. I'm sure he knows we're going to come after him. His armies are going to be waiting for us every step of the way. You think maybe I can use one of your ray guns? No, I get Stewie weapons, you get the boring stuff. That's what we're doing. Fine. But how are we going to find him? He could be anywhere, right? Luckily, I just updated my multiverse remote, so I have tracking software now. We'll be able to follow every move he makes. Hang on, Bri. We're going back to the multiverse. What the hell? Wait a minute, Brian, this isn't where we were supposed to go. What do you mean? I don't know, the remote's not working for some reason. You know, everyone said, get on the cloud, it's gonna be great. And everything's been a nightmare since. Well, can you fix it? I don't have the proper tools. But maybe we can find someone who does. Alright, well, can you at least find out where we are? According to the multiverse remote, this is a universe ruled by Greeks. So, what does that mean? Fat hairy philosophers in togas, or fat hairy greaseballs in speedos? Oh yeah, Greeks have always been gross and still are. But no, it's not those kinds of Greeks, Brian. It's worse. It's frat boys! Hey, those guys aren't like us! Get those knob gobblers! Crap! Brian, run! We have to find someone to help us fix my remote! What's a knob gobbler? You'll understand when you're older. Was geht, meine Homies, und herzlich willkommen zu Let's Test Family Guy Back to the Multiverse. Ich habe mir überlegt, ich werde mal ein paar Let's Tests machen. Einfach nur, weil ich zurzeit mir nicht so sicher bin, was ich zocken soll. Und dann habe ich mir jetzt ein paar geile Spiele rausgesucht. Und ich werde mal gucken, welche von denen jetzt geil sind. Hier haben wir einen Lizenztitel, das heißt, der könnte geil sein, er könnte aber auch scheiße sein. Deshalb testen wir den hier jetzt mal ein bisschen aus. Hey, you two, do you want to pledge to our fraternity? Here's a Torah and some bacon to rub on your face so you break out. This might sound a little odd, but do you know if there's like an electronic store or a creepy Armenian guy in a dimly lit apartment who can fix a multiverse remote? Oh, I can help you get that fixed, but I'll require a service in return that's worth more than the service I'll be providing you with. We need you to help our fraternity throw a better party. We've been standing around complaining for hours, but that doesn't seem to be a party to the Gentiles. Here's some ammo. Now go shoot those lame balloons down. Oh, wait until I put my earplugs in. Ich weiß nicht, Leute, irgendwie ist der Sound bei mir ein bisschen buggy. Der wird manchmal mega laut und mega leise. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht so. Wobei, wenn es im Spiel selber schon ist, wird es in der Aufnahme wahrscheinlich auch sein. Ich weiß echt nicht, was uns bei dem Titel erwartet. Ich hab mal so ein paar Gameplay-Ausschnitte gesehen, die sahen ganz witzig aus, muss ich zugeben. Aber leider ist halt das Problem bei solchen Spielen. Lizenztitel haben manchmal auch gute Seiten, aber
großteilig sind sie halt einfach langweilig und schlecht programmiert. Das will ich dem Game jetzt noch gar nicht vorwerfen, ohne dass sie es getestet haben. Von daher gucken wir einfach mal. Wobei die erste Mission ist schon relativ standardmäßig. Einfach mal hier so ein paar Ballons platzen lassen, um die Basics so ein bisschen zu kapieren. Und das Auto ist auch krass, Leute. Man muss echt gar nicht zielen. Ich weiß nicht, ob das Game was für uns wird, Leute. Aber genau, ich wollte mich noch bedanken bei euch, Leute. Wir haben 50 Abonnenten erreicht. Richtig krass. Unser 100 Abonnenten-Special, was wir schon vorhaben, was natürlich kommt, wenn wir 100 Abonnenten haben, wird jeweils eine PC-Vorstellung von unseren PCs. Also, wenn wir auf dem Let's Play-Channel 100 Abonnenten haben, wird mein PC kommen und auf dem COD-Channel Moritz sein PC. Wenn ihr ein bisschen was mit Hardware zu tun habt, wird... Boah, sorry Leute, ist es spät. Werden die euch sicher interessieren, weil die sind echt geil, Leute. Hey, get back here with those. I was gonna wait one more year before I leak naked pictures of me online. You should go talk to that sorority girl and see what's the matter. Also, ask her how much her dad has in his retirement fund. What the fuck? Was hat das mit uns zu tun? Kann er das selber machen? Aber gut. Vielleicht kriegen wir auch das ein oder andere Nacktpick von der. Hey, Lady! Oh my god! That scumbag stole pictures of me and my sorority sisters! I'll pretend to like whoever gets them back. Okay, wir sollen ihre skandalösen Fotos zurückholen. Das ist ein bisschen klischeehaftig, das Game. Aber gut, die Nerds und die Studentenverbindungen, ja, aber dafür ist ja auch Family Guy berühmt. Einfach ein bisschen dumme Witze zu machen. Nee, ich bin auch ein riesen South Park. South Park, Leute, Family Guy Fan. Ich renne einfach den scheiß Zaun um. Okay, unsere ersten richtigen Gegner. Und mit was werfen die? Mit so komischen, wie nennt man die nochmal? Warte mal, ich gehe mal ein bisschen näher zu denen hin, ich will das sehen. Mit Bongs, kann das sein? Ja, die werfen mit Bongs. Können wir vielleicht zu Brian wechseln? Ah, sogar. Was ist das? Windelbombe. Wie cool. Aber wir können irgendwie zu Brian wechseln, habe ich gehört. Ah, okay, so. Brian hat leider nur normale Waffen dabei, aber haben wir leider schon in dem Video am Anfang gesehen. Jo, also ich finde irgendwie die Waffe von Brian stärker. Ja, ich glaube, die sind nicht auf Freundschaft aus. Und holen wir uns den sogar mit einem richtig geilen Effekt, mehr oder weniger. Machen wir damit Stewie mehr Schaden? What the fuck? Lol. Wie cool. Wir haben doch auch einen Nahkampfangriff, oder? Ja, genau. Okay, mit der Hochtaste wechseln wir zu Stewie. Oder zu Brian, je nachdem. Und wir werfen mal eine Windelbombe. Und wir haben sogar perfekt getroffen. Okay, wir halten eine volle Windel, wenn wir an die Munition gehen. Wie er das anstellt, will ich gar nicht wissen. Ja, da gibt's schlimmere Fotos. War's das schon? Okay. Ja, der will Safety-Fotos. Oh, good job getting those pictures. You should try to find more of them so you have material to shamefully touch yourself to at night. Or even very early in the morning. Now I got a keg, but didn't want to put the deposit down for the tap. Would you find one for me? Oh, I think that house over there has one. Let me know if you guys want to drink with me. I could always do your companion. Hey, it's those douchebags who stole the pictures of us. Oh shit, oh shit. Weg hier. Okay, nee, die Waffe von Stewie ist ein bisschen stärker. Und wie die ausweichen.
Haben sie sich sogar Mühe gegeben? What the fuck? Ich glaube, wir gehen einfach und ignorieren das jetzt einfach mal und versuchen es ganz schnell wieder zu vergessen. Können wir jeden abschießen? Oder greift uns jeder an? Ah ja, okay. Es greift uns wahrscheinlich jeder an. Aiming-technisch sind die auch richtig schlecht. Konnten wir eigentlich eine Schwierigkeit einstellen? Nee, konnten wir nicht. Der hat auch eine harte Nacht hinter sich gehabt. Wow. Der hat Pfefferspray dabei. Also die Idee finde ich schon mal richtig geil, Leute. Da haben sie sich Mühe gegeben. Da sind viele Gegner. Stewie macht einen Instant-Kill, oder? Und Brian nicht, ist ja richtig krass. Warum benutzen wir den dann überhaupt? Wir haben mit dem auch noch mehr Munition. Ah, okay, nee, der hat 3 Schuss. Deshalb kam es uns so vor. Wie schon gesagt, Leute, ich will ein bisschen mehr Let's Tests machen, weil, dass ich einfach nicht wieder so einen Fail wie mit Doom habe. Ich hatte einfach nach 2-3 Folgen schon keinen Bock mehr auf Doom, Leute. Und ich wollte es eigentlich durchziehen, weil ich habe ja auch gesagt, ich ziehe Let's Plays immer durch, wenn ich es sag. Aber, Leute, das konnte ich mir echt nicht antun. Ich hatte so keinen Bock auf das Game. Oh, weh, Mann. Und wenn man so wenig Bock hat, dann denke ich mir auch, sind die Videos auch kacke und dann lasst man es lieber. Müssen wir hinten in den Garten rein? Oder wo müssen wir überhaupt rein? Eigentlich schon, da. Ist das der Tod? Listen, honey, after what happened to you tonight, you wouldn't want to wake up tomorrow anyway. Redet er mit uns? Sonst. Ach so. Ja. Können wir den abschießen? Okay, nee, wie auch. Den Tod zu töten wäre ein bisschen zu krass. Was haben die denn für einen geilen Garten? Wer kommt auf so eine Idee? Perfekt geholt. Oh, shit. Und ich nehme diesmal direkt von der Elgato auf. Okay, das könnte jetzt gerade krass werden, wenn die uns zu nahe kommen. Das heißt, ich nehme den Sound auch gleich mit der Elgato auf, Leute. Gucken wir mal, wie der Sound wird. Ich bin echt gespannt, weil der könnte echt richtig schlecht werden. Ich wollte früher schon mal mit der Elgato, also nur mit der Elgato aufnehmen. Hat aber nicht so gut funktioniert und jetzt probiere ich es einfach mal wieder. Weil jetzt habe ich auch ein besseres Mikrofon und alles, von daher dürfte das eigentlich gut funktionieren. Der schwebt einfach in der Luft. Juckt ihn nicht. Okay, nee, das ist ein Trampolin, oder? Aber wir müssen hier hin. Oh mein Gott. Okay, eine Militär-Studenten-Verbindung. Hätten wir uns auch denken können. Oh, shit. Aber die halten echt gut was aus. Auch wenn die KI manchmal ein bisschen dumm ist, aber gut. Mit so kleinen Schwächen müssen wir rechnen, weil es halt einfach ein Lizenztitel ist. So gut wie South Park wird er natürlich nicht sein, Leute. Jeder, der wo das erwartet, also so The Stick of Truth. Jeder, der wo das erwartet, der hat vielleicht falsche Erwartungen an das Game, weil... Keine Ahnung. Da haben wirklich die Entwickler mitgearbeitet und haben alles dafür getan, dass das Game geil wird. Und ich glaube nicht, dass Seth MacFarlane bei dem Spiel mitgearbeitet hat, wenn ich mal ehrlich bin. Wie kommen wir jetzt am besten wieder zurück? Die Tür ist leider wieder zugegangen. Da kommen wir auch nicht rein, oder? Vielleicht kommen wir irgendwie übers Dach. Nee, glaube ich nicht. Oh, shit. Aber so zurückkommen tun wir doch auch nicht, oder? Können wir es vielleicht irgendwie wegsprengen? Nee. Oder wir müssen irgendwie hinten rum. Da liegt Geld. Okay, ich glaube, das soll uns den Weg zeigen. Weil wir jetzt hier rüberspringen müssen. Ja, genau. Ich frage mich, wozu wir das Geld später mal brauchen. Ob wir uns Waffen kaufen können oder irgendwas anderes?
jeden Fall, das Game könnte schon geil werden, Leute. Ich mach's auch so ein bisschen von euch abhängig. Ey, nicht du schon wieder, ey. Wer ist der Nerd, oder? Ich weiß es gar nicht, wie alt ist der überhaupt? Now we need some women to come to this party. Ooh, I got a crafty idea. Listen, I need you to steal a couple of jackets from the jock rack. Bring them back here and I'll tell you what to do next. Okay, die Jacken der Sportler müssen wir stehlen. Was brauchen die alles für ihre scheiß Party? Können die nichts selber machen? So wie die aussehen, sind die eh 10-mal so alt wie die anderen. Studentenverbindungs... Menschen, okay, so kommen wir nicht drüber. Aufschießen können wir es auch nicht. Vielleicht kommen wir übers Haus rein. Oh shit, das sind sogar... Ist das Mac? Haha, das ist echt Mac. Oh shit. Vielleicht finden wir hier irgendwo noch, oh shit. Andere Charaktere. Wie Quagmire oder so. Wäre auch noch ziemlich witzig. Ich weiß auf jeden Fall, dass man die später mal spielt. So viel habe ich schon mitbekommen. Aber wie schon gesagt, ich mache es auch ein bisschen von euch abhängig. Je nachdem, auf was ihr Bock habt. Ich weiß noch nicht, was die anderen Let's-Tests werden, aber ich habe auch so ein paar Games da, die wunderdeutsch initiiert sind und ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob ich die Let's Playen darf. Da muss ich mich mal noch informieren. Okay, wir sollen sie also lieber schlafen lassen. Aber die haben wir doch eh schon aufgeweckt, oder? Ja. Ah ne, nicht alle. Aber die haben gar keine Chance mit der Waffe. Aber die halten zwei Bursts aus. Oh shit. Ich glaube, wir hätten es doch lieber lassen sollen, die aufzuwecken. Weil sonst wären die gar nicht erst rausgekommen wahrscheinlich. Oh shit. Come on. Und geregelt. Das Einzige, was ich auch nicht so geil finde an dem Game, es gibt halt keine deutsche Soundausgabe. Gut, mir macht es jetzt nicht so viel aus. Aber vielleicht dem einen oder anderen von euch. Und zu übersetzen oder so finde ich dann zu stressig. Das wäre dann eher halt was für die Leute, die wohl halt Englisch können. Wobei das Englisch jetzt nicht so mega schwer ist. Es ist halt ein bisschen mit Slang, aber... Und außerdem eher so im Hintergrund. Das könnte auch noch ein bisschen nervig sein. Ah, okay. Die Jacken sind also so Sammelgegenstände. Brechwurzelextrakt. Was bringt denn uns das Ding? War hier hinten nicht irgendwo noch eine Jacke? Ich weiß es gerade gar nicht. In die Häuser kommen wir leider nicht rein. Was ich mich auch... nice. Er gönnt sich einfach einen Headshot. What the fuck? Nein, nein. Bleib da. Oh mein Gott. Headshot Hunt oder was? Ich hoffe nur, dass das Game echt nicht zu einseitig wird. Das sehe ich so als größtes Problem bei dem Game, weil... Weil es einfach echt... Leute, Ich sehe schon, es könnte echt so krass, also so ein krasser Lizenztitel sein, wo sie halt echt nur die Lizenz ausnutzen wollten. Also krasse Witze, gut, waren schon ein, zwei dabei, aber ich weiß nicht, ob das uns bei Laune halten wird. Oh shit. Da gibt's auf jeden Fall bessere Games, wo wir zusammen Let's Playen könnten. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ah, okay, jetzt ist hier offen. Wenn es jetzt noch irgendwas Witziges gibt, Leute, dann wäre ich auf jeden Fall auch dabei, aber wenn es jetzt weiterhin einfach nur die Typen abmetzeln ist, dann, ja, dann habe ich, glaube ich, keinen Bock auf das Game. But take your time. I'm gonna take an 8-hour nap. Who builds floats? This is a weird guy. Okay. Die College-Idee finde ich gar nicht mal so schlecht eigentlich.
Ob es jetzt mit Family Guy so viel zu tun hat, weiß ich gar nicht, weil ich kenne nicht alle Folgen. Okay, wir müssen hier rüber. Wir können sogar rennen, fällt mir gerade auf. Und wir müssen... Ach, ich habe gerade gedacht. Und Quagmire. Lois und Quagmire. Ist das Peter? Ja, ist er. Lol. Ist der Wagen jetzt weg? Ja, der Wagen ist jetzt weg. Haben sie sogar ein bisschen auf Realismus gesetzt. Nice. Und wir haben nur begrenzt Leben. Ausdauer. Sogar mit Geld. Okay, hier ist jetzt der Wagen auf einmal. Und hier sollen wir wohl die T-Shirts anzünden. Ah, okay, nee, wir müssen mit Molotow arbeiten. Fuck. Okay, das war dumm. Das war richtig dumm. Oh mein Gott. Haben wir einen neuen? Oh, what? Shit. Gott sei Dank kommen da so viele. Nein. Shit. Okay. Die Waffe ist kacke, ey. Die Waffe ist richtig kacke. Und wir haben so gut wie kein Leben mehr. Fuck. Okay, Leute, wir müssen irgendwoher Leben haben. Ach, scheiß drauf. Okay, eine haben wir damit getötet. Und da hinten ist Leben. Das holen wir uns. Nein. Okay, gut. Nein. Wir brauchen noch ein bisschen Leben. Okay, jetzt haben wir es. Und mit Headshots kann man die instant töten. Das ist gut. Dann müssen wir hier ein bisschen mehr auf Headshots gehen. Weil es sind so viele. Nein! Okay, wir gehen auf jeden Fall gleich mal zurück. Ich finde, man merkt jetzt schon ein bisschen, dass es ein bisschen einseitig ist, aber falls einer von euch schon gespielt hat, kann es ja vielleicht reinschreiben, ob das Game noch ein bisschen Riesenhuhn eingesammelt, noch ein bisschen mehr Abwechslung hat. Weil es kommt mir gerade echt ein bisschen so vor, als ob das alles wäre. Hier kann ich das Ding nicht hinlegen. Wo muss ich das letzte denn hinlegen? Kommen die hier drauf? Okay, genauso, das habe ich mit behinderter KI gemeint. Wir sind jetzt wahrscheinlich so ziemlich geschützt. Oder? Ja. Ja, genau sowas meine ich, Leute. Ist halt ein Lizenztitel. Schießbude. Hier kann man Aiming trainieren, Leute. Shit. Aber wo müssen wir das letzte T-Shirt hinlegen? Eigentlich da hoch, oder? Oder müssen wir noch mit Molotow hinwerfen? Oh shit. Nicht schon wieder, ey. Wenn wir jetzt in den Pool reinflacken. Oder einen Molotow da reinflacken, kriegen wir dann Schaden? Ich will es nicht ausprobieren, weil wir nicht mehr viel Leben haben. Oh shit. Shit. Die Dinger sind echt stark. Die mit ihren scheiß, Boah, Leute, das ist echt schon spät, Alter. Ich bin voll verplant. Ich werde nachher auch gleich aufhören. Wir haben vorhin ein bisschen Diablo aufgenommen, Leute. Das könnt ihr auch noch erwarten. Das wird auf jeden Fall ein richtiges Let's Play. Das wird auf jeden Fall auch richtig cool. Wir haben ja schon ein, zwei Folgen aufgenommen. Leute, wo muss die scheiß letzte Jacke hin? Ich verstehe es nicht. Ah, okay, das Ding hat noch ein bisschen Leben. Jetzt verstehe ich's. So, das müsste jetzt eigentlich gewesen sein. Okay, nice. Shit. Okay, sprich mit Mord. Die würde ich jetzt einfach ignorieren, weil das echt viele sind. Wobei die zwei... Passt. Oh, shit. Da muss man sich echt konzentrieren. Weil das Outer-Aim ist so ein bisschen komisch. Wo ist Mord? Okay, der ist jetzt wieder auf seiner eigenen Party. Vielleicht haben wir es schon geschafft. Brian, I've never tapped a keg and don't really want to. Please do it so I don't get hurt. Echt jetzt?
job getting the girls in beer, but we can't hear the music even with our hearing aids turned all the way up. The house across the cul-de-sac has some speakers. Go steal those. But don't say my name if you get caught. Was für ein Schisser. Heißt der Ned oder ist das einfach nur ein Nerd? Der ist auf jeden Fall Nerd, aber ich weiß nicht, ob der Ned heißt. Bestimmt haben die das schon 100-mal gesagt und ich habe es einfach nur nie gecheckt. Ich weiß auf jeden Fall, dass dem sein Vater oder sein Sohn genau gleich aussieht wie er. Okay, direkt rein komme ich nicht. Ich glaube, ich nehme mal wieder Stewie. Einfach nur, weil der ein bisschen stärker ist, finde ich, mit seiner Dreischusswaffe. Aber die ist auch richtig im Arsch, die Studentenbude. Oh, shit. Okay, den schalten wir jetzt mal leise aus. Nein. Können wir da eigentlich überhaupt leise vorbeikommen? Ich sage jetzt extra leise. Oh, shit. Ah, diese Mauern sind ein bisschen kacke. Oder diese unsichtbaren Wände. Die sind zwar nicht unsichtbar, aber ziemlich klein in so einem Verhältnis. Mal sehen, ob es funktioniert. Ja, es funktioniert natürlich. Hey, let us in your party, you turds. Let us in, you schmucks. I think the nerds are in trouble. Come on, Brian, let's help them. Das Game kann man auch im Koop spielen. Das heißt, wenn ihr vielleicht darauf Bock hättet, hole ich mir einen Kumpel oder keine Ahnung, vielleicht hat auch einer von euch das Game, dann können wir es zu zweit spielen. Da bin ich relativ offen. Aber jetzt müssen wir erstmal die Nerds hier retten. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Riese? Der wirft die ganze Fässer, ey. Da müssen wir auf jeden Fall auf Headshots gehen. Oh, aber selbst dann ist der stark. Ich glaube, ich würde erstmal alle anderen töten. Oh mein Gott, sind das viele Gegner hier gerade. Fast schon so eine Art Endgegner, ey. Ich hoffe, man hört gerade nicht den Controller, weil ich gerade so trigger. Manchmal sind die fast instant weg und manchmal brauchen die 100 Schüsse, so gefühlt. Oh mein Gott, war das gerade knapp. Aber der Typ hat richtig Aim und der macht auch richtig gut Schaden. Und der kann rennen. Oh mein Gott, der kann rennen. Ich frage mich, wer da besser ist. Und was das bringt, das verstehe ich auch nicht so wirklich. Okay, wir können schneller schießen, das ist ja auch richtig geil. Shit. Haben wir mit... Okay, nee, wir haben mit beiden gleich viel Leben. Laufen wir mal ein bisschen rum. Ich würde sogar sagen, wir lassen den Typen da reinlaufen. Oder die Typen jetzt, weil das sind auch schon relativ viele wieder. Ach, kommt schon, Leute. Wir müssen mal wieder einen Angriff auf den Großen starten. Oder wir schmeißen einfach einen Molotow auf ihn. Das müsste jetzt richtig wehtun. Okay, und es juckt ihn gar nicht mal so stark. Stellt euch mal so jemanden echt vor, ey. Der wäre so gefühlt 3 Meter groß. Ein bisschen mehr wahrscheinlich sogar. Und der würde einfach Schüsse aushalten, ey. Was macht der jetzt? Oh mein Gott. Also die Ideen finde ich sogar ganz witzig von dem Game. Ich glaube, mit einem Kumpel zusammen wäre das vielleicht sogar ganz witzig. Oder mit einem von euch, je nachdem. Oh mein Gott. Shit. Wir müssen unbedingt... Scheiße, wir hätten jetzt die Flasche treffen sollten. Lol, der kann seine eigenen abwerfen. Aber den haben wir so gut wie. Der hat gar keine Chance mehr. Besonders nicht gegen Stewie. Außer wenn seine Handlanger hier noch kommen. Ja, gut. Nur noch die Lautsprecher anstecken und dann müsste es eigentlich schon gewesen sein. Dann müsste die Party echt richtig am Laufen sein. Okay, sie ist schon ja, ganz gut am Laufen, kann man schon sagen. Aber ohne Lautsprecher geht natürlich gar nichts. Nice, jetzt läuft's, Leute.
ich irgendwie tanzen? Yeah! Okay, das ist jetzt eher, naja. Hier, komm, die Rakete hier. Nee, Spaß, Leute, wir reden gleich mit Mord. Mord heißt er genau. Here you go, and thank you guys so much. Now I have the whole night to fear the sex that I'll probably chicken out of. Hey, no problem. Thanks for fixing the remote. Oh, fellas, I almost forgot. Some of the other nerds uploaded a new program on your remote. It analyzes your surroundings and gives you hints of what you should be doing on your journey. Hey, I'll be popping up now and then with objectives and little hints if y'all get stuck. And if you's in the mood, I can tell you where all the best farmers markets are. Bye. Okay, we'll get to that later. We have to go, Bri. Bertram's already got a head start on us. Okay, now how exactly does a party work? Do we just take Alka-Seltzer and burp into our fists? Okay, eine Frage der Bildung, Videos freigeschaltet. Das heißt, wir haben das erste Level wahrscheinlich geschafft. Und gut, Leute, ich würde sagen, jetzt liegt es an euch. Ich würde sagen, mit einem Kumpel oder mit einem von euch hätte ich schon Bock, das Game zu zocken. Alleine eher nicht. Also, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal bei einem richtigen Let's Play von mir reinschauen oder bei einem anderen Test. Wie schon gesagt, Leute, es werden jetzt vielleicht ein bisschen mehr Testvideos kommen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Und ja, falls ihr Bock habt, mit mir das Game zu zocken, einfach in die Comments schreiben. Gut, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also, ciao, Leute.